Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe mich ganz spontan entschieden, euch mitzunehmen. Und zwar möchte ich heute ein Augen-Make-up schminken mit der Essence My Powers Water Palette. Mit dieser. Und ich zeige euch mal die Töne. Das sind die Farben. Und da dachte ich, da schminke ich mir mal heute einen Look mit. Ich habe schon mein Make-up drauf, die Grundierung. Ne? Da habe ich von Rival de Loop das Hyaluron Make-up und natürlich von das Puder von Make-up Coach. Das habe ich auch schon drauf. Ja, das finde ich ja immer toll. Das ist ja mein liebstes Puder. Und ich dachte mir jetzt, ich nehme euch mal mit und schminke jetzt was Schönes damit. Gut. Hier in der Palette sind ja so, hier ist so ein schimmerndes Gold, aber sonst ist da kein heller Ton drin. Deshalb werde ich mir den aus der Five in a Box von Catrice. Da habe ich nämlich hier so einen hellen Ton und damit werde ich mein Augenlid auch noch mal setten. Ich habe es natürlich alles auch schon abgepudert, einmal auch über die Wimpern und die Lippen. Ne? Dann hält der Mascara besser auf den Wimpern und bei den Lippen ist das so, dass der Lippenstift auch ein bisschen länger hält, wenn ihr die Lippen ein bisschen vorher abpudert. So, jetzt mache ich mir hier einmal hell. So. Mit der Farbe aus der Five in a Box und dann geht es ja schon mal los. Ne? Ich habe mir gedacht, so, das ist jetzt interessant. Ne? Was mache ich? So ein bisschen grün oder ja. Ich nehme mal erstmal diesen Grauton hier, grau-blau, diesen hier und damit male ich mir so ein bisschen, also kaschiere ich mein Schlupflid. Ja, dann nehme ich so einen etwas flacher gebundenen Pinsel von hier unten an und gehe dann so einmal hoch bis zum Knöchel vom Auge. Und da gehe ich dann im Bogen. Noch mal ein bisschen Farbe nehmen. Ins Augenlid und auf dem Knöchel. Etwas höher, ne? Über dem Augenlid. Und das kann man dann so ein bisschen aufbauen. Ich gehe auch immer hinten so ein Drittel auf das bewegliche Lid mit einer dunklen Farbe. Und jetzt auch diese Farbe, die ich für das Schlupflid nehme. So. Kann ich noch ein bisschen mehr nehmen, ne? Kann ich noch so ein bisschen aufbauen. Das finde ich ganz schön, dass das nicht gleich so knallig ist. Diese Farbe könnt ihr schön aufbauen. Mal schauen, wie die anderen gleich sind. Jo, ich würde sagen, das ist so ein, ja, so ein Grauton, ne? Andere Seite natürlich dann auch. Einmal hier hoch bis zum Knöchel. Und dann da im Bogen, so wie das, wie die Lidfalte auch verläuft. Ne? In der Lidfalte und leicht drüber. So. Und ich denke, das sieht man auch schon, dass das dann das Schlupflid so ein bisschen kaschiert. Ne? Hat man die Lidfalte schön betont. Genau. Man kann dann, wenn es einem zu wenig ist, auch noch ein bisschen mehr machen. Die Farbe kannst du schön aufbauen. Das finde ich ganz, ganz gut, weil das ist dann
einfacher, gerade wenn man vielleicht gerade erst anfängt, sich zu schminken, dass man nicht gleich so viel Farbe drauf hat und dass das so knallt. Ne? Recht natürlich. Ja, genau. Dann würde ich jetzt, ja, ich glaube, ich gehe in diesen Grünton. Ach, das brauche ich doch gar nicht mit dem Finger machen, der ist ja gar nicht glitzernd. Dann nehme ich Pinsel für. Diesen. So einen runden Pinsel. Gehe in dieses Grün-Blau. Mal schauen, wie das aussieht. Das mache ich mir hier vorne. Ja, das ist ein schöner Grünton. Ne? Auf der anderen Seite auch noch mal. Also, ne? So im ersten Drittel vom Augenlid. Den Ton treffen. Ja. Genau. Und dann hier hinten auch noch mal so ein bisschen. Und in der Mitte möchte ich diesen Goldton machen. Der schimmert und deshalb werde ich den jetzt mit dem Finger auftragen. Das geht immer am einfachsten. Also nicht am einfachsten, aber das ist am effektivsten. Na, da kommt die Farbe so richtig schön raus. Da gehe ich auch leicht über das, was ich schon im Grün habe, leicht rüber. Na? Denn in der Mitte ein heller Ton finde ich immer sehr schön. Das lässt das Auge mehr strahlen. Na, so. Doch, gefällt mir ganz gut. Ja, das reicht mir auch schon. Jetzt werde ich oben nochmal mit dem hellen Ton aus der Five in a Box mit einem Pinsel rübergehen. Zum Fluffigen mache ich das jetzt, den ich vorhin auch genommen hatte, um das gesamte Augenlid einmal damit zu setten. So. Und dann gehe ich von hier unten auch noch mal so rüber. Und das verblende ich jetzt alles so ein bisschen. Kann ich auch mal, hier habe ich viel Farbe. Na, und auf dieser Seite dann auch noch mal. So. Und wenn euch das dann hier jetzt zu wenig ist, wo ich jetzt darüber gegangen bin, dann nehme ich einfach noch mal die Farbe und gehe hier noch mal rüber. Das war dieser Ton. Ja, so ein Graublau ist das. Das wird dann noch mal ein bisschen verblendet. Und so schaut das jetzt aus. Ne? Das sind schöne Farben hier in der Palette. Gefallen mir richtig gut. Okay. Kommen die Augenbrauen. Da habe ich ja von Manhattan meinen Augenbrauenstift. Ne? Eine Seite
die Bürste und eine Seite mit Farbe und ich fülle meine Augenbrauen so ein bisschen aus, wo sie halt ein bisschen dünner sind und versuche das immer mehr oben zu machen, dass die Augenbraue etwas höher wirkt. So, und auf dieser Seite auch nochmal. So, und mit dem Bürstchen gehe ich dann hinterher nochmal rüber, dann bürste ich halt meine Augenbrauen in die Form, wie ich das haben will, also in die Richtung. Und gleichzeitig, ja, wenn ich jetzt zu starken Strich irgendwie habe, das wird auch gleich kaschiert. So wie verblendet auf den Augenbrauen. Ne? Deswegen finde ich den Stift so toll. Ich mache mir jetzt im Augeninnenlid wieder einen hellen hautfarbenen Ton. Das macht das Auge noch mal größer. Lässt es größer und offener erscheinen, wacher. So. Ne? Dann für unten werde ich diesen grauen Ton, den ich hier habe, den ich für das Schlupflied genommen habe, werde ich mir unten auch noch mal machen. Hier habe ich noch einen schmaleren. Ja, diesen hier, so einen ganz schmalen Pinsel. Ne? Und dann gehe ich noch mal in den Ton rein und gehe dann unter dem Auge am Wimpernkranz entlang damit. Ungefähr bis zur Hälfte und dann Rest weiter nach innen lasse ich dann so ein bisschen auslaufen. Also die Palette krümelt überhaupt nicht, da hast du kein Fallout. Richtig toll, ne? Ist gar nichts passiert, finde ich richtig gut. Die ist schön einfach anzuwenden. Ne? Da musst du nicht Angst haben, dass dir was runterkrümelt und du das nachher alles im Gesicht hast. Richtig schön. Gut, jetzt kommt ein bisschen Kajal auf dem oberen Augenlid. So ein ganz dunkles Grün, der ist von Avon und ich fange hier vorne schon an. Das ist so ein Glimmerstick, der glitzert auch leicht und nach hinten hin könnt ihr etwas dicker werden. Dann gehe ich hier mal so ein klein bisschen hoch. Ne? Auf dieser Seite dann auch noch. Jo. Mein Lidstrich oben. Jetzt habe ich hier aus dem Glossybox Adventskalender, da hatte ich diese Wanda Mascara drin. Diese hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Und ja, die ist ja so in so einer Tube. Und damit werde ich mir jetzt mal die Wimpern tuschen. So. Hat so ein ganz, ganz dünnes Bürstchen, ne? Aber ist eine schöne Wimperntusche. Die Wimpern verkleben davon nicht so. Die bleiben so ein bisschen einzeln auseinandergefächert. Das finde ich auch schön mal. Ich mag es mal so und mal so. Es kann immer ruhig richtig viel sein. Aber so richtig klumpig verklebt mag ich auch nicht unbedingt mehr. Früher, als ich jünger war, da hat mich das überhaupt nicht gestört. Wenn das so ein bisschen auch ja,
verklebter war. So. Ja, schon nach einem Auftrag. Na, bringt die richtig was? Beim ersten Mal, komischerweise, fand ich die noch nicht ganz so. Da habe ich gedacht, das ist mir zu wenig. Aber irgendwie, als wenn die sich so, weiß ich auch nicht, beim zweiten Mal oder dritten Mal benutzen, dann so. Vielleicht war das ja, auf dem Bürstchen vorher zu wenig oder so. Jetzt habe ich sie schon mal benutzt und dann ist gleich auf Anhieb mehr. Ja? Aber ich mache mir eine zweite Schicht, weil ich ja immer gerne viel Wimpern haben möchte. Ne? Die sollen richtig schön voll und lang aussehen. Und ich hatte ja letztes Mal von Kiss die euch gezeigt, ne, im letzten Haul. Upsala, diese Wimpern von Kiss, die hatte ich mir dann auch aufgetragen. Aber auf dem einen Auge saßen die nicht so richtig und das hat mich gestört. Dann habe ich sie ziemlich schnell nachher wieder runtergenommen. Auf dem anderen Auge habe ich die gar nicht gemerkt. Und auf dem linken war das ein bisschen zu weit hinten angesetzt und dann war das vordere immer so ein bisschen lose. Und ja, man, ich hätte auch noch mal nachtragen können, ne? Mit dem Magnetic Stick hier, Stift, Eyeliner, noch ein bisschen, damit die besser hält. Aber auch irgendwie hat es mich genervt, dann habe ich sie abgenommen. Deswegen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, wie lange die halten. Ich habe es noch nicht den ganzen Tag drauf gehabt. Ein paar Stunden und das hielt auch, aber ich habe halt das hier immer gemerkt, dass das da vorne nicht so richtig dran war. Das war aber mein Fehler. Also das hat jetzt nichts mit den Wimpern zu tun. Das Auftragen war richtig einfach. Na, wie bei den Catrice-Wimpern auch. Das ist schon eine schöne Sache mit diesem magnetischen Eyeliner. Finde ich schön einfach. Und ganz, ganz schnell gemacht. So. Reicht mir das denn auch schon? Ne? Macht doch schöne volle Wimpern, diese Wanda. Wanda heißt die, ne? Wanda. Mascara. Mal sehen. Genau. Lippenstift nehme ich von Barbour. Mein Lieblingslippenstift. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Schon öfter, ne? Der ist immer so schön dezent. Und fühlt sich so schön pflegend an. Da kann man überhaupt nichts falsch machen, egal welches Make-up. Wenn es ein richtig schön viel ist, dann soll man ja die Lippen auch nicht so doll betonen und dann ist das super. So, dann nehme ich wieder von Riva Loves Me mein Pastel Breeze und mache mir ein bisschen hier so ein bisschen drauf. Ja, am besten hatte ich ja schon gesagt, vergesse ich auch manchmal von hinten anfangen, damit man vorne nicht plötzlich so einen dunklen Fleck hat, ne? So, dann gehe ich immer hier nochmal an der Kontur lang, um die so ein bisschen zu betonen. Und ja, ein bisschen das Doppelkinn. Ne? Dunkle Farben setzen ja so ein bisschen zurück und dann mache ich mir hier auf der Nase, an den Nasenwänden nochmal, um sie ein bisschen schmaler wirken zu lassen. Und jetzt habe ich ja Pony, aber trotzdem, ich mache hier oben nochmal so ein bisschen rüber am Haaransatz. So, ja, genau. Was sagt ihr? Sieht doch eigentlich schön aus, so, ne? So in Gold und Grün. Schöne Palette, kann man auch noch blau machen, na, blauen Look. So, echt eine schöne kleine Palette. Na, und dann das hier mit den Magneten, das finde ich auch toll. Jetzt nehme ich ein bisschen Rouge
von LOV, das hatte ich ja auch mal in einer Glossybox oder Sonderbox, das weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht in der Summerbag, ne? Und dann immer so nach oben das Rouge, ne? Macht das immer so tupfend. Dann kommt auch gleich ein bisschen mehr rauf. Das ist ja zum Glück auch so ein bisschen vom Farbton her, ne? Ist das nicht so ein, dass das so knallt. Dann kann man dann ruhig zweimal rübergehen oder dreimal. So leichten Glanz hat dieses Rouge auch. Ne? Das hat so einen leichten Schimmer, das ist nicht so matt. Da muss man nicht unbedingt noch einen Highlighter nehmen. Kann man natürlich, wenn man möchte. Wo habe ich denn meinen Highlighter? Ich habe einen hier, ne? Genau, was ist das hier? Ach so, jetzt falsch rum. Lumino Gold. In der Nummer 2 oder 22. Meine Augen. Schaut mal. Und. Ach, von Lavera. Was habe ich denn da gelesen? Lumina? Da steht hier hinten irgendwie Lumina Code. Also das ist von Lavera. Natural Glow. Und so sieht er aus, so ein bisschen in Gold. Ja, dann mache ich mir jetzt ein klein bisschen was. Hier vorne auf dem Nasenrücken. Aber nicht bis zur Nasenspitze, die möchte ich nicht betonen. Und dann hier nochmal. Und hier nochmal so ein klein bisschen. Man kann auch nochmal hier über dem Lippenherz. Genau. Jo. Ich glaube, ich habe alles, ne? So schaut das Make-up jetzt aus. Mit der Palette, mit der Waterpalette von Essence. Also ich finde diese Paletten richtig süß, diese kleinen Paletten. Ne? Und ja. Gut, helle Töne sind nicht immer drin, aber dann hat man ja noch was da und kann das dann von einer anderen Palette nehmen. Ne? Weil so einen hellen Ton vorher, das mache ich immer gerne. Ja, so schaut das jetzt aus. Habe ich ja schon gezeigt. Ne? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es ganz schön. Ich mag ja sowieso Gold und Grün sehr, sehr gerne. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!